FC Köln wird erneut abgeschossen gegen RB Leipzig und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu meinem Fazit. Erster FC Köln gegen RB Leipzig. Ja, was tat das mal wieder weh? Gegen Leipzig haben wir in dieser Saison einfach kein Glück oder vielmehr, wir schaffen es einfach nicht, da mal nicht abgeschlachtet zu werden. Aber wir starten erstmal in die Aufstellung rein, denn das war auch schon interessant zu sehen, denn klar, im Tor war natürlich Marvin Schwäbe. Damit hat man auch gerechnet und Rechtsverteidiger war Rasmus Carstensen und dann gab es die erste Veränderung, denn Hübers war ja gelb gesperrt, für ihn kam Luca Kilian wieder in die Partie und mit zusammen natürlich Jeff Jabot. Linksverteidiger, auch da gab es eine kleine Veränderung, Max Finkräffe stand da nicht drauf, sondern Leert Paccarada, denn Max Finkräffe war Linksflügelspieler, was auch sehr interessant war, weil er wirklich auch das eigentlich sehr gut gemacht hat, muss man sagen. Und Sechser waren dann Erik Martel und Dennis Hüsem-Basic. Rechter Flügelspieler war Farid Alidou, Zehner war Florian Kainz und vorne drin Sagis Adamian. Ja, und somit ging es dann auch rein in die Partie und man hat klar gesehen und relativ früh in der Partie gesehen, was der FC hier vorhat. Der FC war erstmal abwartend, hat gewartet, was macht RB Leipzig. RB Leipzig hat natürlich den Ball direkt genommen und versucht, irgendwo die Lücke in Köln zu finden, um dann eben gefährlich zu kommen. Und gerade über die Außen, da hatten sie dann am Ende auch wirklich die Mittel, gerade in Halbzeit 2. Aber wie gesagt, der FC hat das erstmal ganz gut gemacht, konnte auch schon die ein oder anderen Möglichkeiten oder Annäherungsversuche, sag ich mal, verbuchen, früh in der Partie. Aber wie gesagt, Leipzig hat dann eben schnell den Dosenöffner gefunden, sag ich mal, kleines Wortspiel hier direkt zu Beginn an. Denn in der 15. Spielminute macht Xavi, der überragend auch gespielt hat, muss man ganz klar sagen, das 1:0. Und somit ja, stand es relativ früh, muss man sagen, in der Partie schon 1:0. Und ich habe dann nur gedacht, hoffentlich passiert uns das nicht wie im Hinspiel, dass wir jetzt hier abgeschlachtet werden. Im Gegenteil, der FC hat weiter dagegen gehalten. Das war wirklich ein sehr ordentlicher Auftritt. Und wie gesagt, dann gab es auch den ersten Standard für den ersten FC Köln. Florian Kainz per Ecke. Erik Martel köpft sozusagen oder verlängert den Ball per Kopf weiter an den zweiten Pfosten. Und da steht ein Sagis Adamian und der legt das Ding oder ja berührt das Ding mit dem Fuß und macht das Ding dann rein. Und somit stand es wieder 1:1 und das war eben die direkte Antwort. Und das war eben enorm wichtig. In der 18. Spielminute, also 3 Minuten nach dem Gegentor, direkt die Antwort gefunden. Und das war, wie gesagt, extremst wichtig. Aber dann ging es auch immer hin und her. Der FC natürlich auch mit Schwierigkeiten gegen Leipzig. Ich meine, wie gesagt, das ist schon hart, ne? Die Leipziger, die spielen halt schon einen sehr guten Fußball. Und man hat wirklich gemerkt, boah, wir haben aber auch Glück. Weil gerade umso mehr die erste Halbzeit zu Ende ging eigentlich, also gerade zum Schluss, hatten wir wirklich auch Glück. Das muss man ganz klar sagen. Die Leipziger haben dann auch da echt Chancen liegen lassen. Aber wir haben da auch Platz gelassen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also, boah, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Da konntest du gefühlt 2 LKWs... konnten da wenden, ohne Probleme. Und wir haben da teilweise auch nur zugeguckt. Und das hat mich schon, gerade in Halbzeit 1, schon gerade am Ende wirklich aufgeregt, dass wir da wirklich so viel Platz gelassen haben, okay, aber dass wir da zugeguckt haben. Da waren 5, 6 Kölner und die haben da geguckt und geguckt und geguckt. Und wie gesagt, wir haben dann Glück gehabt, dass Leipzig eben die Chance da schon nicht genutzt hat. Wir gehen somit mit 1:1 in die Halbzeit und du denkst dir als Köln-Fan, okay, komm, den Punkt wäre nicht schlecht. Ne? Also wir haben jetzt auch ein bisschen Glück gehabt, klar, aber das brauchst du auch gegen Leipzig zu Hause in Köln. Und deswegen war das auch vollkommen okay. Und dann gehst du in die zweite Halbzeit, da sieht es auch noch nicht schlecht aus. Und dann geht's in die Stunde, in die 60. Spielminute. Und man merkt schon, ein Adamian kann nicht mehr so wirklich. Ne? Also das hat man schon gemerkt. Nicht nur sein Trikot sah so aus, sondern allgemein. Und du hast echt gedacht, so Timo Schulz, so 60. Minute wird mal Zeit für vielleicht den ersten Wechsel. Aber er hat noch weiter abgewartet. Dann passiert es in der 63. Spielminute. Otemba, oder Openda vielmehr, der wirklich auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Er zieht das 2:1, auch wieder eine klasse ja, Kombination. Also wie gesagt, aber auch da lassen wir zu viel Platz. Auch da lassen wir wieder viel zu viel Platz. Und wie gesagt, da fehlt eigentlich nur, dass wir noch klatschen. Ja, weil das ist einfach nicht gut verteidigt gewesen, auch vom 1. FC Köln, aber eben auch gut gespielt. Gerade wieder über die Außen mit Henrichs, mit auch, David Raum, so jetzt heißt er, so heißt er. Ne? Also, die haben das schon überragend gemacht. Und David Raum und auch in Henrichs, also das war schon überragend, muss man ganz klar sagen. Trotzdem passiert eben dieses 2:1 und man muss dann sagen, oder ich habe dann ganz klar gesagt,
jetzt muss reagiert werden. Jetzt muss der erste Wechsel kommen, jetzt muss ein Downs rein oder auch ein Selke. Und er hat aber weiter abgewartet, Timo Schulz. Er hat nicht gewechselt und 3 Minuten später kassierst du das 3-1 und dann erst, dann passiert was auf der Bank. Und da könnte ich jetzt schon wieder eskalieren und hier ausrasten und wieder alles kaputt schlagen gefühlt, weil das ist einfach unnötig. Ich habe noch im Stream gesagt, klar, jetzt werden wieder viele sagen, ja, dann wärst du doch Trainer. Nee, aber ne, wenn du ein 2-1 kassierst, dann musst du doch reagieren. Dann musst du doch nicht einfach nur auf der Bank sitzen und denken, ach ja, komm, wir warten mal weiter ab. Die können zwar alle nicht mehr, die laufen zwar alle auf dem Zahnfleisch. Ne, Erik Martel und Max Finkgräfe, die haben sich hier reingebissen, reingeschmissen in die Zweikämpfe. Das war überragend. Aber das ist einfach am Ende zu einfach. Und wie gesagt, der FC hat auch dann gerade defensiv, wir haben ja gefühlt den Bus geparkt und die Leipziger haben nur noch draufgeschossen. Wie so eine Dose, Red Bull-Dose, wenn wir wieder bei Red Bull bleiben wollen, ja. Wie wenn die auf dem Boden liegt und du trittst einfach drauf. So, das war der erste FC Köln. Bei dem 3-1 bei Openda, der das den Doppelpack macht. Und dann, wie gesagt, ja, kommen erst die Wechsel. Das ist einfach zu spät. Bei dem 3-1 war das Ding durch, muss man ganz klar sagen. Und dann schafft der FC es aber auch nicht, das, was sie auch schon im Hinspiel nicht geschafft haben, sich dann nicht im eigenen Stadion abschießen zu lassen. Nein, dann kommt in der 70. noch Haidara. Und auch das war wieder... Klar, gut rausgespielt, absolut, okay, ja. Aber auch da sind wir wieder nur Zuschauer. Da gucken wir wieder nur zu und klatschen eigentlich am Ende nur noch. Weil, wie gesagt, gerade wieder über die rechte Seite, Rasmus Carstensen hatte enorme Probleme gegen David Raum. Gerade wenn er den überspielt hat, dann war Rasmus Carstensen raus aus der Nummer. So, dann kam die Flanke und da war natürlich auch wieder viel zu viel Platz in der Mitte. Also auch Kilian und Jabot haben überhaupt nicht gut zusammen heute gepasst. Das muss man ganz klar sagen. Da war viel zu viel Platz. Und dann macht natürlich auch noch ein eingewechselter Yusuf Paulsen in der 82. Minute noch das 5:1. Und du warst als FC-Fan nicht nur schon bei dem 4:1 angefressen. Nein, sondern es muss natürlich auch noch ein 5:1 sein. Und jetzt hast du, ja, mit Darmstadt das schlechteste Torverhältnis. Du hast dir durch die 2 Spiele gegen Leipzig sowas von das Torverhältnis wieder versaut. Und gegen Bayern spielst du ja erst noch. Es ist einfach bitter. Klar, gegen Leipzig kannst du verlieren. Jeder, der hier im Video dabei ist oder ne, im Livestream dabei war oder auch jetzt hier in das YouTube-Video schaut, ne, meine Meinung oder mein Fazit vielmehr, der hat nicht erwartet, dass wir hier 3-1 gewinnen oder auch allgemein gewinnen. Aber du wirst 2-mal in einer Saison von RB Leipzig abgeschossen, ja, und obwohl du eigentlich eine ordentliche erste Halbzeit spielst. Klar, da hast du auch Glück, aber trotzdem spielst du 1-1, ja? So, und dann muss doch, gerade in Halbzeit 2, du spielst zu Hause, ja, 50.000 feuern dich da an und dann wirst du in der zweiten Halbzeit sowas von vorgeführt und gerade über die Außen, also auch ein Lead Paccarada, wenn ich die jetzt schon alle anspreche, die ganze Defensivreihe, Rasmus Carstensen, Kilian und auch Lead Paccarada, die hatten enorme Probleme, die hatten gar keine Möglichkeit. Bei Henrichs, hör mal, ich weiß nicht, wie oft der frei war, auch als die Spielverlagerung rüberging, ja? Also gerade wenn der Ball wirklich bei David Raum war, ja, und der Ball rüberging auf Henrichs, der hatte so viel Platz, der konnte ganz in Ruhe den Ball annehmen und konnte gefühlt noch davor noch Geschenke auspacken von Ostern und von Weihnachten und danach noch eine schöne Tasse Kaffee trinken, ja, und der Ball wäre immer noch bei dem gewesen. Also, das sind halt so Szenen, wo ich mir denke, boah, 1. FC Köln, verteidigen. Also das ist so einfach eigentlich und das schaffst du schon nicht. Und das ist dann schon schwierig. Und jetzt, ja, bist du hier bei einem 5-1 sowas von bedient nach einer Länderspielpause. Jetzt geht's ja auch ins Trainingslager, aber das ist halt schon ein harter Hund. Und wie gesagt, jetzt gerade auch jetzt die Bochumer, die spielen jetzt gegen Mainz. Das heißt, wenn es ganz dumm läuft, verlieren wir das Ding oder verlieren wir am Ende den 16. Tabellenplatz noch, rutschen noch auf Platz 17 ab. Und wie gesagt, Union Berlin kann auch noch gewinnen, dann ist sowieso, also wie gesagt, Platz 15, da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Es geht nur noch um die Relegation. Es geht nur noch um Platz 16 und das sollte gerade das Spiel auch heute gezeigt haben, dass wir nicht wirklich auf Platz 15 hoffen sollten, weil, wie gesagt, das sind dann fast, also wenn jetzt Bochum wirklich gewinnen sollte gegen Mainz, dann wären wir zwar auf Platz 16, aber dann wären 10 Punkte Abstand. Und das ist einfach nicht machbar. Auch wenn du 2 gute Möglichkeiten hast, gegen Augsburg jetzt und auch gegen Bochum nächste, jetzt nach der Länderspielpause. Aber das ist einfach nicht mehr machbar. Deswegen wird es nur der Relegation, oder wenn wir froh, können wir eigentlich froh sein, wenn wir am Ende Relegation spielen. Weil, wie gesagt, das ist schon
extrem bitter. Du spielst auch noch gegen Bayern, da musst du auch wieder aufpassen, dass du da, aber wie gesagt, das Torverhältnis ist sowieso dahin, also da brauchst du jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig drauf zu achten. Es ist einfach extrem bitter, dass du hier wieder mal 5:1 verlierst gegen RB Leipzig. Du hast jetzt, wie gesagt, 6:0 im Hinspiel, 5 Gegentore wieder, also das sind 11 Gegentore, die du da kassiert hast, nur gegen Leipzig. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn, wie gesagt. Die erste Halbzeit sah noch so gut aus. Und das ist ja das, was mich auch wieder ein bisschen frustriert. Ne? Du spielst eine gute erste Halbzeit, ja? Dann denkst du, okay, da geht was. Und dann kassierst du ab der 60. gefühlt nach jeden 3 Minuten kassierst du das Tor. Nicht nur gefühlt, sondern hier. 63. zack, 2:1. 3 Minuten später, zack, 3:1. Genau, so rum war's. So, und dann 70. also wieder 3 Minuten später, 4:1. Also du kassierst innerhalb von 9 Minuten 3 Gegentore. Und das kann nicht sein. Zu Hause in Köln. Das kann nicht sein. Und da muss man wirklich mit, also da muss man echt drüber sprechen. Und wie gesagt, der FC hat jetzt genug Zeit, das Aufbautraining zu machen. Es gehen Gott sei Dank nicht so viele weg. Das heißt, der Kader oder die Mannschaft bleibt hauptsächlich zusammen. Klar, Thielmann geht und auch Erik Martin. Aber sonst sind eigentlich alles Spieler, die erstmal bleiben. Und das ist enorm wichtig. Denn das muss jetzt echt aufgearbeitet werden. Und dann erwarte ich auch gegen Augsburg, auch wenn die nicht einfach zu bespielen sind, trotzdem erwarte ich da auf jeden Fall, dass man da irgendwas ein anderes Gesicht zeigt. Da müssen 3 Punkte her, alles andere wäre eine Enttäuschung. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Ich bin für heute erstmal raus, denn ja, ich bin erstmal bedient. Das Wochenende ist wieder gelaufen, kann man sich vorstellen. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Aber im Großen und Ganzen ist es mir heute auch ehrlicherweise egal. Ich möchte aber trotzdem nochmal ein riesen Dankeschön an alle Zuschauer, die im Stream dabei waren. Auch an Antennenball, vielen, vielen lieben Dank. Auch da hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Aber wie gesagt, das Spiel heute war halt wieder absolut brauchbar oder nicht brauchbar. Und ja, einfach nur enttäuschend und tat einfach nur weh. Alles klar, bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.